Hi, ja, ich bin's wieder, Bolle Bookstorm, nach langer Zeit mal wieder ein Video. Und zwar ist es so, ich habe in letzter Zeit sehr gerne Solo Subnautica gespielt und hatte das Problem, dass ich am Ende des Spiels, also wirklich relativ weit, ich hatte schon Cyclops und bin schon durch die Gegend gefahren, aber manche Gebiete ließen sich nicht mehr, man kam nicht mehr rein, ohne dass das Spiel gecrashed ist. Ja, ich weiß nicht, ob das einige kennen. Und es gibt einen kleinen Trick, dass man weiterspielen kann. Ja, ich habe überall im Internet gesucht, ich habe ihn nicht gefunden. Ich musste mich tatsächlich von meinem Cousin beratschlagen lassen, weil der hat den Trick von von Soda Poppin, diesen einen Let's Player oder Twitcher oder so. Ich weiß es nicht, guck dir nicht. Und es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, dass man weiterspielen kann. Allerdings grenzt das Ganze so ein bisschen an einen Cheat, was die Sache ein bisschen schwieriger macht. Ich möchte ihn gerne mal zeigen, deswegen habe ich mir jetzt hier extra so eine Software runtergeladen, damit ich meinen Bildschirm zeigen kann. Deswegen, als erstes geht ihr auf euren Steam-Account, ja? So, dann eröffnet ihr eure Bibliothek und sucht hier das Spiel Subnautica raus. Bei mir ist es, ja, hier. Und dann klickt ihr mit Rechtsklick drauf, sodass ihr dieses Menü hier öffnet und dann auf Eigenschaften. Ab hier ist es relativ einfach. Wir gehen auf lokale Dateien und dann auf lokale Dateien durchsuchen. Man kann natürlich auch seinen Steam-Ordner über einen Explorer suchen, aber das hier geht schneller. So, dann sind wir hier in dem Explorer und hier schaut ihr nach dieser Datei hier. SNU Managed Data. Ja. Da einmal draufklicken, dann sucht ihr die Datei Bild 18 und dann habt ihr hier diese zwei Ordner mit Cache. Ja. Es ist so, wir müssen diese zwei Ordner komplett löschen. Ja. Diese beiden hier löschen, dann sind die weg und dann läuft das Spiel wieder besser. Ich kann es jetzt nicht direkt zeigen, weil ich hatte einen kleinen Fehler, musste meinen Steam neu laden, sodass leider auch mein Subnautica-Spielstand weg war. Sehr ärgerlich. Aber durch diesen kleinen Trick, den ich jetzt vor kurzem erfahren habe, kann man wohl weiterspielen. Es ist deswegen grenzt es an ein Cheat, weil das Spiel wird quasi aufgeräumt. Ja? Der Cache wird geleert, der ganze Müll ist raus. Das bedeutet, alle Ressourcen, die ihr abgebaut habt, ja, Kupfer, Silber, Fische gekillt, ja. Alles wieder da. Es ist alles wieder da. Deswegen ist es ein bisschen. Es ist schon. Es ist wie ein Cheat, ja. Allerdings sind auch sämtliche Sachen, die ihr weggeschmissen habt, ja, weil ihr sie nicht mehr gebraucht habt oder weil ihr Platz brauchtet, auch weg. Leider sind auch Kisten dabei, die dann auch weg sind. Also so eine Kisten, die man im Wasser reinpacken kann. Die sind auch weg, ja. Es könnte sein, dass auch die Bojen weg sind, die ihr gesetzt habt. Deswegen, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob die bleiben oder nicht. Wäre irgendwie logisch, wenn sie weg wären, aber eins kann ich euch versichern, ja, obwohl ich den selber nicht getestet habe. U-Boote bleiben, ja, Fahrzeuge bleiben auch, die Basis bleibt auch. Alles andere an euren Körper und so, was ihr dabei tragt, es bleibt alles da. Ja, das Inventar ist alles noch drin. Da ist dann nichts weg. Es sind halt nur die Sachen, die halt so wahllos im Ozean rumschwimmen, die werden halt kommen. Der Ozean wird quasi resettet an sich. Und dann könnt ihr mit euren Cyclops wieder in die Lava-Gegenden fahren, ohne dass irgendwie das Ding abschmiert. Weil selbst auf krassen PCs, ja, die weiß ich, für Prozessoren haben und so, kackt das Spiel halt ab, weil das Spiel halt wohl viele Sachen gleichzeitig lädt und das wird dann immer mehr. Umso mehr Biome, umso mehr Gegenden man erforscht, die werden halt immer wieder mitgeladen. Ja? So wie bei Minecraft war das damals auch so, ich weiß es nicht mehr. Ja, diese zwei Ordner komplett löschen und dann könnt ihr das Spiel wieder ganz normal starten und es läuft wieder. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr gibt's dazu nicht zu erzählen. Leider habe ich den Trick nirgendwo gefunden, wo ich hinverweisen könnte. Ihr könnt, wie gesagt, bei Soda Poppin gerne mal nachschauen. Bei Twitch, da sind die ganzen Videos ja gespeichert. Welches das genau ist, da müsst ihr euch durchgraben. Der macht ja fast jeden Tag Videos. Aber ansonsten, ja, wünsche ich euch erstmal noch frohes Zocken und ansonsten noch einen schönen Tag, wa? Ciao.